Ich freue mich sehr, heute als Gesprächspartner Christian Boris zu haben. Ich glaube, eigentlich kennt ihn jeder im Kunstbetrieb. Man kennt ihn als Gestalter. Er ist übrigens auch der sozusagen der Hüter des roten Quadrats, der Art Cologne, der seit vielen Jahren schon am Einsatz des Markenlogos der Messe feiert. Aber man kennt ihn natürlich auch als Player in Berlin, als umtriebiger Agent der Kunst und seiner eigenen Sammlung, der mit seinem Bunker in Berlin natürlich Maßstäbe gesetzt hat und jetzt zuletzt erst noch sehr viel von sich reden machte, zusammen mit seiner Frau Karin. Die Sammlung ist ja sozusagen gebrandet auf euch beide. Und nun auch noch einen anderen Bunker bespielt, nämlich das Berghain oder den Berghain. Du wirst es am besten wissen. Erzähl doch einfach mal gleich, wie es zu dieser auch doch relativ aufsehenerregenden Aktion in Berlin gekommen ist. Naja, das ist natürlich eine Idee, die vor dem 15. März schlichtweg undenkbar war. Und das war ja auch das, was im ersten Artikel, der übrigens nicht in Deutschland erschien, sondern die New York Times hat zuerst darüber berichtet, dann am nächsten Tag The Guardian, weil natürlich international auf so etwas geguckt wird, was passiert in Deutschland, wo wir doch in so einer recht international gesehen in angenehmen Situationen sind. Gibt es irgendwelche Modellcharakterprojekte? Und das Studio Berlin-Projekt, also die Ausstellung im Berghain, ist etwas, was eben unthinkable war vor dem 15. März. Und genau das bringt die Sache auf den Punkt, dass man in Krisen oder ich sage gerne Sondersituationen zwei Dinge tun kann. Man kann in tiefe Trauer fallen, man kann betroffen sein, man ist immer natürlich beeinflusst davon, meistens nicht positiv. Aber kreative Menschen sehen diese Sondersituation als eine Okkasion, Dinge zu denken erstmal und dann auch zu tun, die undenkbar waren. Und natürlich ist der Club ein Club mit einer harten Tür. Und schade, dass es nicht so immer weiter ging. Aber es gab dann das Shutdown und da muss man einfach neu denken. Und so ist eben aufgrund der Krise diese Idee gekommen, 117 Künstler zu fragen. Das ist ein Sack von Flöhen. Jeder, der eine Gruppenausstellung mit Tierkünstlern organisiert hat, weiß, wie schwer das ist. 117 Künstler in ganz kurzer Zeit zu besuchen und zu fragen, was habt ihr in diesem Jahr, in dieser besonderen Zeit gemacht? Und das haben wir ausgestellt. Also es ist nicht die Sammlung Boris, die im Berghain zu sehen ist. Keine einzige Arbeit gehört uns, sondern es ist von uns organisiert, initiiert, mitbezahlt. Eine Ausstellung, die ein Spiegel dieser doch sehr besonderen Zeit ist. Aber du sagst besuchen. Wie kann man sich das denn vorstellen, in dieser Zeit eben wirklich mit Künstlern arbeiten, für einen spezifischen Ort zu entwickeln, wenn es doch gar nicht unbedingt möglich ist, dass man sich vor Ort austauscht und dort Dinge entwickelt? Wie habt ihr das gemeistert? Zu zweit oder zu viert sich hinzuhocken und mit Maske sich zu unterhalten und die Äuglein aufzuhalten, das geht auch bei Corona. Die besondere Situation in allen Studios auf der Welt ist ja, dass die Künstler in den Studios sind. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass ein Großteil zumindest der erfolgreichen Künstler ja vielmehr im Flugzeug sitzen, auf Reisen sind, in irgendwelchen Hotelzimmern, Messen vorbereiten, Ausstellungen vorbereiten. Und plötzlich sind die alle in den Studios. Und eine ungeheure Schaffenskraft, weil unabgelenkt von diesem ganzen Zirkus, konnten die Künstler produzieren. Das heißt, da gab es ein weitaus größeres Output als vorher. Und umgekehrt proportional brachen alle Visibilitätsmöglichkeiten weg. Keine Ausstellungen, keine Galerien, keine Museen und natürlich auch keine Messen in der Zeit möglich. Und das wirklich Tolle, was ich gemerkt habe, ist, natürlich brauchen die Künstler Okkasionen,
um ihre Werke zu verkaufen, weil davon leben sie. Aber noch viel, viel wichtiger ist den Künstlern, dass die Sachen gesehen werden, dass die Sachen erörtert werden, dass die in einen gesellschaftlichen Diskurs kommen. Also die Sehnsucht zu zeigen war groß. Und im Normalfall bei Gruppenausstellungen fragen die Künstler oder stellen die Künstler Bedingungen. Die erste Frage, wer stellt noch aus? Wer ist der Designer? Wer macht die Architektur? Wer macht das Licht? Mein Gott, wir haben im Bergheim das Putzlicht angemacht. Und kein einziger, also auch nicht von den Superstars, hat uns gefragt, wer ist noch dabei? Sondern es gab ein bedingungsloses Ja auszustellen. Das heißt, du kannst jetzt mit deiner Erfahrung, die du gemacht hast in den letzten Monaten, diese Veränderungen, die Transformationen der Geschwindigkeiten, der zum Teil Maßlosigkeiten des Kunstbetriebs auch ein bisschen was Positives abgewinnen, auch für deinen persönlichen Lifestyle möglicherweise, höre ich daraus. Also nicht mehr so viel reisen, etwas ökologischer denken, sich auf die Kräfte vor Ort besinnen. Wie hast du das jetzt für dich persönlich sozusagen verstoffwechselt, diese globale Zäsur, die es gab? Ja, ich möchte nicht zynisch sein. Und das, was passiert, ist wahnsinnig schrecklich und hat immense Konsequenzen. Aber ich kann für mich sprechen oder auch für unsere Kleinfamilie. Ich habe gelesen wie noch nie, meiner Firma ging es nicht so gut, weil Aufträge brachen weg, das ist tragisch. Aber ich hatte Zeit nachzudenken. Und wenn man eben nicht in so einer Schockbetroffenheit ist, sondern diese Krise, und auch die ging nicht an uns vorbei, also auch bei mir als Unternehmer nicht vorbei. Aber ich habe sie genutzt, um nachzudenken. Ich habe mit meinen Mitarbeitern gesprochen, mit meinem Führungsstab gesprochen, was machen wir, und mit meiner Frau gesprochen. Und so kam eben das Bergheim-Projekt raus. In meinem Unternehmen gab es Veränderungen. Man kann solche Zäsuren, wie du sagst, auch positiv nutzen. Oder besser gesagt, man sollte sie. Weil man lässt so viele Federn bei Zäsuren. Es ist finanziell und in jeder Hinsicht desaströs. Nur man wäre bescheuert, wenn man nicht ein bisschen eine Zäsur auch als Okkasion, als Chance, als Restart-Möglichkeit oder Potenzial sieht. Und das habe ich versucht. Du hast gesagt, du hast viel gelesen, womöglich auch deine eigenen Bücher, denn das hatte ich im Vorspann noch nicht erwähnt. Du bist natürlich inzwischen auch zu einem der führenden Verlagshäuser in Deutschland oder auch global gewachsen. Was bedeutet das Buch für dich in diesen Zeiten? Weil das Buch oder der Katalog oder der Ausstellungskatalog ist ja immer auch ein nachhaltiges Produkt einer Ausstellung, die das akkumuliert Wissen für eine Nachwelt oder jedenfalls für die Zukunft erhält. Und andererseits, wenn man, das wirst du auch kennen, durch die Lager vieler Museen geht, durch die Depots liegen auch sehr viele unverkaufte Kataloge dort rumgestapelt, weil natürlich ebenso wie der gesamte Kunstbetrieb unter einer gewissen Überproduktion leidet, aber vielleicht der Kunstkatalogsausstellungsbetrieb auch. Wie siehst du da deine Position in diesem Spiel? Jede Entwicklung hat a priori ein Gegenpendel oder eine Gegenbewegung. Und die Entwicklung, in der wir jetzt sind und beschleunigt durch Corona, ist eine absolut einseitige Digitalentwicklung, eine Entwicklung, die unaufhaltsam ist. Das gilt nicht nur für den Einzelhandel und alle Einkaufsgelegenheiten, sondern natürlich auch im Kunstbereich eine Digitalisierung. Und je digitaler die Welt wird, desto größer wird bei Menschen die Sehnsucht nach Analogem. Das heißt, diese unaufhaltsame Entwicklung bedingt eine Chance für radikal Analoges. Das heißt, Mittelmaß Analoges, das zu Recht, also Heftchen, Broschürchen, Büchlein, Taschenbücher, solche Dinge verschwinden. Aber die Menschen wollen analoge Erfahrung, deswegen, nochmal kurz, das Bergheim-Projekt zu schildern,
Tausende von Computern waren zur gleichen Zeit an, um beim Ticketverkauf, also wie eine virtuelle Warteschlange, die es ja auch vor dem Berghain immer gab, gab es die an Rechnern, und die Menschen wollten Kunst sehen. Sie wollten sich treffen und geordnet und unter vielen Bedingungen natürlich heute Kunst rezipieren. Also eine Sehnsucht nach analogem und wahrhaftigem und wahrem. Und das Gleiche ist auch bei Büchern. Ich war müde. Ich war müde, Online-Viewing-Rooms mir anzuschauen, mich durchzuklicken. Man hat ja so seine Protokolle, wie viele Stunden man auf Instagram verbringt. Das war mir erschreckend zu sehen, wenn das Reporting kommt, wie digital man unterwegs ist. Es ist so herrlich, die Endgeräte auszumachen, durch Büchern zu gehen. Es ist herrlich, Kunst wieder echt zu sehen. Und es wird sich vieles ändern, es wird vieles digital werden, aber umso sinnvoller ist es, über wirklich qualitätsvolle Analog-Touchpoints nachzudenken. Bücher müssen radikal analoger werden, sie müssen gebunden werden, sie müssen in Hardcover mit Leinen, in Schubern. Diese Bücher haben Bestand. Ausstellungen müssen wirklich es wert sein, sich eine Maske anzuziehen, Widrigkeiten zu trotzen, hinzufahren. Diese Dinge sind wertvoll und sie müssen wertvoll gehalten werden. Dann haben sie auch in jeder digitalen Zukunft eine absolut also wie eine Festung, eine uneinnehmbare Position im herrlich Analogen. Ja, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für dieses sehr entschiedene Plädoyer für das, was im Kunstbetrieb dann doch Bestand haben wird, eben die Bücher, die Lektüre, das Wissen, die Bilder, alles. Und eine gute Messe. Und eine gute Messe. Das war nämlich das, was ich dich natürlich jetzt zum Schluss noch fragen wollte, nach deiner Prognose. Art Cologne, diesmal etwas unter anderen Vorzeichen, aber immerhin. Wir Kölner sind ja auf einem guten Wege und findet im November statt. Du wirst ja sicherlich kommen. Wie wird man diese Messe möglicherweise, oder was wird vielleicht die Kunstmesse der Zukunft sein? Ich glaube, wir waren alle irgendwann müde vom Rumhopsen von einer Veranstaltung zur anderen. Umso wichtiger ist, wenn es da Einschnitte gibt, durch Regularien, durch was auch immer, dass dann das Analogerlebnis lohnenswert ist. Und da gibt es in Köln einfach eine Einzigartigkeit, die ein großer Trumpf ist, nämlich die lokale Einbettung in eine gewachsene, selbstverständlich gelebte, im Kontext völlig normale Art und Weise, mit Kunst umzugehen. In Köln guckt man nicht nur, oder im Rheinland, sondern man kauft. Das heißt, diese Idee, dass man auch eine Messe auf den Malediven stattfinden lassen kann, weil dann alle irgendwie kommen und man braucht nur die Möglichkeit zu haben, zu schlafen und Alkohol zu trinken oder gut zu essen, das reicht eben nicht. Das hat gereicht. Die Leute sind gereist und gehopst von Insel zu Insel, von Kunstinsel zu Kunstinsel. Jetzt merkt man wieder, was Verortung bedeutet. Und da hat Köln einfach ideale Ausgangsvoraussetzung, nämlich ein a priori vorhandenes Grundbedürfnis, Kunst anzuschauen. Es ist selbstverständlich wichtig. Dafür brauchst du keine Erziehungsprogramme wie in Asien, dass man sagt, okay, und nach deiner Ferrari und nach deiner Rolex, dann wird Zeit, dass du über Kunst nachdenkst. Das ist ja alles bei uns gelernt, was Distinktionsgewinn, was Bereicherung intellektueller Natur bedeutet. Das ist alles da. Kein an die Hand nehmen von irgendwelchen Neureichen, sondern etwas Normales. Und diesen Heimvorteil kann die Art Cologne spielen. Es ist normal,
dass Leute aus Brüssel kommen, dass ein paar Leute aus Paris kommen. Es ist eine Heimat immer schon gewesen, um Kunst zu schauen und Kunst zu kaufen. Vielen Dank. Da würde ich doch sagen, wir sehen uns im November in Köln. Und gut von dir, dieses Plädoyer für das Substantielle und dessen Bestand auch in Zukunft zu hören. Vielen Dank.